bin Single. Ja, ich lebe allein. Ja, ich bin Single. Ich bin alleinstehend. Ich bin Single, ja. Wenn die Frau fürs Leben dabei ist, dann ist es wirklich schön. Ich habe sie gesehen und wusste sofort, das ist sie. In Hamburg ist das nicht so einfach, Kontakte zu kriegen. Aber wo findet man Kontakte? Beim Sport, beim gemeinsamen Kochen oder beim Boulespielen in freier Natur? In Hamburg lebt in jedem zweiten Haushalt ein Mensch allein. Doch viele wollen das gar nicht, fühlen sich einsam, suchen einen Partner. Speed Dating ist eine Möglichkeit. Und ihr könnt gerne anfangen. Kannst du lesen? Ja. Du bist Laura, ja. Ich komme aus Berlin. Ich würde sagen, Ostberlin, also aus Massa. Bin hier bei Stromnetz Hamburg. Die meisten Baustellen in Hamburg gehören uns. Ah, bei Stromnetz. Ja, ja, ich mache so Städtereise. Wo warst du denn schon in Deutschland? Wechsel, meine Lieben. Einmal wechseln, bitte. 7 Minuten haben die Teilnehmer in der Turmbar, um ihre Schokoladenseite zu zeigen. Jan, mein Name. Was machst du in deiner Freizeit? Ich koche gerne, also vegetarisch. Ja, Tanztheater mache ich hier am Schauspielerhaus. Ja. Was tanzt du dann da? Tanztheater. Ja, Kupferbeton, ja. Also nicht diese Strenge in der Musik, dass man den Takt sucht und dann danach die Schritte. Das war bei mir anders. Wir mussten immer im Takt und dann wirklich die Ausstrahlung nach außen zu den Juroren und so. Das war was ganz anderes. Aber das würde ich auch kennen. Wer sich sympathisch findet, kann sich beim Veranstalter Date York melden und den Mann oder die Frau des Herzens kontaktieren. Die Teilnahme am Speed Dating kostet 19 Euro. Was machst du in deiner Freizeit? Sport, Sauna, Tanzen, ja. In Natur, ja. Das waren eure letzten 7 Minuten. Ihr habt jetzt einmal alle kennenlernen dürfen heute Abend. In der kleinen Runde sind wir jetzt einmal komplett durch. Das ist immer ganz nett, man lernt mal unverbindlich ein paar Leute kennen. Hinterher muss man dann halt sehen, die Person möchte dann. Ob dann Matches zusammenkommen oder nicht, oder ob man vielleicht die Nummer persönlich ein bisschen, wenn man sich gut verstanden hat, austauscht. Tja, muss einfach nett sein und wenn wir viel Gemeinsamkeit haben, dann passt. Wenn man die Frau eben fürs Leben findet oder was, muss ja passen, aber dafür muss man eben auch Leute kennenlernen. Nicht nur die 30-Jährigen, die Generation Y ist auf Partnersuche. Auch viele Ältere wie Anke leben allein, sind verwitwet, getrennt, geschieden. Ja, ich lebe allein seit 8 Jahren und jetzt überlege ich langsam, ob ich vielleicht doch gerne eine Partnerschaft hätte und muss eben sehen, was gibt es für Möglichkeiten. Anke will sich heute mal im Internet umtun, rausfinden, haben auch ältere Damen wie sie eine Chance? Der Mann, den ich toll finde, der müsste schon eine Allgemeinbildung haben, interessiert sein und noch was vom Leben wollen. Sie stellt schnell fest, kostenlos gibt es den Traummann nicht. Ich habe ja gesehen, das kostet einiges. Und das muss ich mir genau überlegen und abwägen, ob ich das ausgeben will. Denn wie die Aussichten sind, ist ja nicht klar. Man müsste ja die sogenannten Kandidaten einmal kennenlernen, wenn es die gibt, die hier annonciert sind. Aber ich denke schon, es lohnt sich, den Versuch zu machen. Also da wäre ich offen. Vielleicht ist eine Agentur besser, bei der sie direkt ihre Wünsche anmelden kann, nicht anonym im Internet suchen muss. Immerhin sind hier auch Ältere im Angebot. Manager, sportlich, wohlhabend, kultiviert. Anke wundert sich. Ja, ich überlege gerade, wie es sein kann, dass diese erfolgreichen Männer, gut situiert und so weiter, keine Partnerin gefunden haben bisher.
was liegt da im Argen? Patrick und Jan, die beiden Speeddater, sind beim letzten Mal nicht fündig geworden und überlegen, was könnte man in Hamburg noch so machen, um eine nette junge Frau zu finden. Wenn du da so sitzt und sieben Leute abknapperst, aber beim Barhopping kann man auch noch... Ja, Barhopping geht auch, aber da melden sich gefühlt weniger Leute an. Ich weiß auch nicht, warum. Das stimmt ja. Also bei mir... Wollen sich dann auf irgendeine Weise eben das Barhopping oder Speeddating irgendwie kennenlernen und einfach nur mal was Spaß hat, mal was essen geht, feiern geht oder irgendwas. Ne? Ich arbeite in der Robotik, bin Single, suche aber aktiv halt schon jetzt seit eineinhalb Jahren aktiv. Ich bin vor etwa 3 Monaten jetzt nach Hamburg gezogen, von Düsseldorf aus, und das ist dann für mich, weil ich hier noch keine sozialen Kontakte habe, eben schwieriger, Leute zu finden. Ich bin Kraftwerker vom Beruf und habe dementsprechend mit Schichtdienst zu tun. Und da ist es dann eben noch viel schwieriger, jemanden kennenzulernen. Die beiden brüten noch lange. Vielleicht wäre ja auch Sport eine gute Möglichkeit. Anke hat sich mit Christa Appelt verabredet. Deren Partneragentur ist seit 30 Jahren auf dem Markt. Anke möchte den kultivierten, reiselustigen Manager mit eigener Kanzlei kennenlernen. Schönen guten Tag. Sie sind mal dran, stimmt's? Ja, herzlich willkommen. Kommen Sie bitte rein. Bitte schön. Sind Sie aufgeregt? Ein bisschen. Ist das Ihr erster Start? Ja. Wo Sie sich so informieren? Ja, deshalb. Haben Sie schon einiges mehr probiert? Nein. Noch ist es mein erster Start? Ich hatte mal ins Internet geschaut, auf Ihre Webseite, und ich fand auf Anhieb 2 ältere Herren. Jetzt meine Frage, gibt es die wirklich? Ja, da muss ich schauen, um welchen Herren es sich handelt. Sie haben nur tatsächlich Profile von Menschen, die es auch... Die Herren, ja, natürlich gibt es die selbstverständlich. Die Allgemeinbildung finde ich ganz wesentlich. Mhm. Und ein Mensch muss Format haben, so von seiner Persönlichkeit her. Mhm. Frau Brandt, vertrauen Sie mir? Ja. Ich weiß, ich kenne Sie jetzt, ich weiß, was Sie machen, ich weiß, was Sie wollen. Aber wenn der Mann jetzt gerade nicht aus Hamburg ist, sondern aus Bremen, die Liebe kann überall wohnen. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel schildern. Ja. Vor Jahren habe ich einen Privatbankier glücklich vermittelt. Nach 3 Monaten hat er geheiratet. Der kam aber auch mit einer ellenlangen Liste Ansprüche zu mir. Ja. Er war Mitte 50, suchte unter 30. Also es ist für uns auch nicht immer gleich realisierbar. Ja. Ich habe investiert, ich habe inseriert in der Schweiz, ich habe in der Welt, in der Süddeutschen, in der FAZ, in den Fachblättern, Ärzteblätter und so weiter. Das. Und das sind die Mittel. Dafür brauche ich Ihr Geld, damit ich professionell für Sie arbeiten kann. Ja. Was würde mich das kosten? Ja, also das halbe Jahr liegt zwischen 8.000 und 12.000. Mhm. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen und komme auf Sie zu, auf jeden Fall. Gerne. Ja, vielen Dank für das Vertrauen. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ganz vielen Dank. Jan und Patrick haben sich für die Partnersuche zu einem Schnupperkletterkurs bei der Hamburger Turnerschaft HT16 angemeldet. Einige waren schon ein paar Mal da, aber einige sind, glaube ich, auch das erste Mal heute hier. Ich bin Nora und wir machen das so ein bisschen, um dass ihr euch kennenlernt. Ausgerechnet heute hat Jan mal wieder Spätdienst. Patrick muss sich allein hier durchschlagen. Nicht einfach für den schüchternen Mann. Nice. Gut, okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch so ein bisschen durchgewärmt. Einige waren ja auch schon warm. Dich teilen wir auch noch mal mit zu den Damen auf, würde ich sagen. Ja, kannst du auch mit mir mitkommen? Ihr seid? Barbara. Cosima. Anna. Patrick. Okay. Und du warst auch nie klettern, ne? Klettern ist ein Partnersport. Hier sind viele Singles unterwegs. Man muss nicht mühsam Konversation treiben, nach Vorlieben, Lieblingsgerichten und Reisezielen fragen. Und auch Klettern hat ganz viel mit Vertrauensgefühl zu tun. Alles bitte loslassen, genau. Füße gegen die Wand. Füße gegen die Wand, so, genau. So, willst du jetzt runter? Ja. Okay, dann ab, ja? Ja. Okay? Ich finde das attraktiver, anstatt ganz normales
Dating quasi, ja, so am Tisch sitzen, genau, das würde ich wahrscheinlich nie machen, sonst ich schnappe alle Leute zum Klettern und so lerne ich die Leute kennen. Hier sind viele Single-Frauen unterwegs. Vielleicht kann Patrick ja hier jemand Nettes kennenlernen. Bei anderen hat es ja auch geklappt. Super, ja. Wir haben uns beim Sport kennengelernt. Ja. Genau. Vor vier Jahren. Ja. Patrick schöpft Hoffnung. Ja, ich bin Single. Beim Klettern oder bei Aktionen ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil man hat das gleiche Interesse und es ist ein bisschen unbefangener, sich kennenzulernen, als jetzt irgendwie so Online-Dating-mäßig. Man trifft sich schon mit so einer Erwartung, genau, und so ist es halt einfach so ein bisschen lockerer und ganz entspannt. Die Trainerin fühlt sich manchmal ein bisschen wie eine Partnervermittlerin. Ich kenne auf jeden Fall viele, die sich beim Bouldern kennengelernt haben, ja, und dann auch mal auf ein Date zusammengegangen sind. Aha. Das ist auf jeden Fall schon passiert, ja. Noch hat es bei Patrick nicht gefunkt, aber ein gemeinsames Erlebnis liegt ihm mehr, als sich unter Zeitdruck zu präsentieren. Beim Speeddating unterhält man sich, also es ist mehr Oberflächen. Und hier wächst man so zusammen aus zwei Partnern. Das ist viel lockerer und entspannter, das Ganze. Und dann kann man sehen, ob sich das entwickelt, ja. Anke hat beschlossen, sich Rat zu holen. Soll sie so viel Geld in die Partnersuche investieren? Was rät die Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale? Soll sie eine Partneragentur bei der Suche nach einem netten Mann einschalten? Ja, hallo. Guten Morgen, Anke Braun. Ja. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich ja, haben. Ja, gerne. Dann kommen Sie. Wir hatten ja Termin. Ja, genau. Dann wollen wir mal gucken. Ja. Jetzt ist die Frage, auf was muss ich achten, bevor ich unterschreibe? Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich wollte nur einmal, dass man mir das vorstellt, was angeboten wird und zu welchen Konditionen. Und das muss ich nun erstmal sacken lassen. Genau, das ist ja schon sehr gut, dass Sie nicht unterschrieben haben vorschnellen. Man könnte sich ja auch überlegen, sich noch verschiedene Angebote einzuholen, um auch einen Vergleich zu haben. Ja. Und man muss sich natürlich für sich selber immer überlegen, ob einem das wert ist, weil am Ende kann es natürlich sein, dass nichts bei rumkommt, dass man nicht den Partner trifft und dann einige tausend Euro weg sind. Also das muss jeder für sich entscheiden, aber das sollte gut überlegt sein. Also die Summe einige Tausend, das gibt mir schon zu denken. Ja, also es hört sich dann natürlich vielleicht sehr gut an, die Person, die da angeboten wird oder die da vorgestellt wird. Aber man muss ja immer damit rechnen, dass vielleicht die kein Interesse hat, dass man selber kein Interesse hat und dann ist das viel Geld. Wir würden deshalb eben auch noch als Alternativen eben doch sagen, vielleicht über ein gemeinsames Hobby oder selber eine Anzeige aufgeben. Mhm. All das sind ja kostengünstigere Varianten und man trifft dann vielleicht auch Leute, die auch die gleichen Interessen haben. In Hamburg gibt es viele Freizeitgruppen, sagt die Beraterin. Sie nennen sich Hamburger Singles, Best Agers, Freizeittreff oder Meet Five. An diesem Abend wollen Meet Five-Mitglieder gemeinsam kochen. Hi, ich bin Blanche. Hi, Blanche. Ich bin Kami. Schön, dass du gekommen bist. Ja, schön. Ich wollte heute nicht kochen. Ich bin für den Nachtisch, habe ich mich eingetragen. Sehr gut, habe ich gesehen. Ja. Was gibt's denn Leckeres? Es gibt Spekulatius-Kirschcreme. Einige Teilnehmer kennen sich bereits, andere sind neu. Jeder hat sich bereit erklärt, zum Essen etwas beizutragen und übernimmt eine Aufgabe. Der Vorteil ist einfach, dass man nur Gesellschaft sucht und man sich so ganz anders ungezwungen kennenlernen kann und ja, einfach auch schauen kann, welche Interessen hat man gemeinsam. Als ich bei Meet Five angefangen habe, da war ich gerade Single. Das heißt, also, es ist so bei mir gewesen, dass ich keinen Menschen kennenlernen wollte, also keinen Partner. Aber tja, man kann sich ja dagegen nicht wehren, wenn es denn so ist. Meet Five basiert auf der Idee, dass eine ungerade Zahl von Teilnehmern mehr Möglichkeiten eröffnet. Alles kann, nichts muss. Man hat eben die Option, wenn man an Treffen teilnimmt, auf Menschen zuzugehen, die auch selber auf einen zugehen und voreingenommen. So wie es im Leben so ist. Man geht bei Freunden auf eine Party, ist eingeladen zum Kaffee trinken und da sitzt jemand und den lernt man kennen und dann Punkt ist und dann ist man dabei. Erstmal gibt es einen Kaffee und dann trudeln auch noch Nachzügler ein. Hallo. 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 Ach so.
Wer seid ihr alle? Du bist Anna. Grüß dich. Ich bin Anna. Hi. Genau. Schön, dass du da bist. Hi. Komm rein, stell dir dir vor. Das ist Ralf. Hallo, grüß dich. Ja. Komm rein. Danke. Hallo, Jamie. Die Treffen sind kostenlos. Clubmitglieder zahlen 60 Euro im Jahr. 10.000 Mitglieder gibt es in Hamburg. Bei der gemeinsam verbrachten Freizeit haben sich schon manche Partner gefunden. Es gab ein Meet-Five-Meeting, ein Tapas-Essen im Portugiesenviertel. War eine sehr nette Runde, war sehr lustig und ja, hat das dann auch gefunkt weiter. Ne? Ja. Und so privat haben wir uns dann ausgetauscht und daraus ist es dann entstanden. Dann, ne? Ja. Jamie schmort Zwiebeln für eine persische Soße. Ich bin in Hamburg seit 8 Jahren und für mich Meet-Five war eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, einfach neue Leute kennenzulernen. Vielleicht eine Partnerin zu finden. Ja. Kami kocht ein persisches Menü. Er hat das Treffen vorgeschlagen. Ich habe Ecken von Hamburg kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Ich habe Events kennengelernt, die ich so gar nicht wusste, dass die mir Spaß machen. Zum Beispiel Bowling. Ja. So. Und wenn es keinen gibt, dann setze ich mich hin, mache da einfach eine Veranstaltung daraus, ein Treffen daraus. Und dann melden sich die anderen, die dann sagen, Mensch, das ist toll, da mache ich mit, das gefällt mir, da wollte ich auch schon immer machen. Manchmal schlägt er auch Spaziergänge und Wanderungen vor. Andere Meet-Five-Mitglieder suchen Mitmacher für einen Museumsbesuch, ein Konzert oder Minigolf. Cook and Dance hieß diesmal Kamis Vorschlag im Internet. Nach dem Essen wird noch die halbe Nacht getanzt. Du machst das doch super. Anke hat inzwischen ihre Single-Freundinnen zusammengetrommelt. Was könnte man denn mal machen hier so in Hamburg? Habt ihr eine Idee? Ich gehe tanzen und ich mache hier Sport. Ja. Sie überlegen, wie und wo man einen netten Mann kennenlernen kann. Nicht unbedingt fürs Leben, aber für gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit. Es ist ja auch so, es gibt ja nicht mehr so viele Männer in unserem Alter. Da sind die Frauen ja doch mehr noch da. Ne? Und dann sind die Männer auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen faul, sich zu bewegen. Es ist so, dass die Männer nicht so aktiv sind in unserer Generation. Und die und jüngere Männer, die wollen natürlich sowieso jüngere Frauen. Ja, mein Traummann sollte unternehmungslustig sein, aufgeschlossen für alles. Und wenn er tanzen kann, dann hat er natürlich Pluspunkte schon mal, ne? Ja. Tanzen können vor allen Dingen und groß sein und schlank sein. Ja, und er muss passen einfach, ne? Die drei überlegen, wo findet sich in Hamburg ein Tanzlokal, wo man noch Walzer, Fox und Rumba tanzen kann? Und das Tanztee heißt ja, es ist nachmittags, denke ich mal. Und wenn ihr möchtet und Lust habt, dann verabreden wir uns und dann gehen wir da mal hin. Also wir sind jetzt wild entschlossen, dass wir tanzen gehen. Und es ist natürlich toll, wenn wir das in Gemeinschaft machen. Die drei verabreden sich für den nächsten Mittwoch. Auch das ist eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Der Freizeittreff hat 350 Mitglieder in Hamburg. Für 29 Euro im Monat ist man dabei. Sie gehen bowlen, wandern oder segeln und bekommen dadurch Kontakte auch zu vielen anderen. Der Freizeittreff ist eine Organisation für Leute, die raus wollen. Wir haben überwiegend Singles. Ich bin Single und suche eben halt Abwechslung. Hier lernt man sich quer über die Bahnen kennen. Es wird auch mit anderen Bowlern gefachsimpelt, geflirtet, gequatscht. Wir haben durchaus Paare, die sich gefunden haben, die schon lange zusammen sind, die sogar geheiratet haben. Wenn das dabei
passiert, dann ist es natürlich toll. Aber ja, genau. Weil wir Singles sind alle. Egal, ob man 20 oder 70 ist, die Frage ist immer, was ziehe ich an? Es kommt auf den Versuch an, jetzt oder nie. Ich gehe einfach mal hin und mache den Test. Anke weiß, die ersten 7 Sekunden sind beim Kennenlernen entscheidend. Im Tanzlokal KISS in Hamburg-Barmbek ist jeden Mittwoch und Sonntagnachmittag Tanztee. Renate und Ingrid sind schon da und reservieren einen strategisch günstigen Tisch direkt an der Tanzfläche. Der Eintritt kostet 10 Euro. Dafür gibt es ein Stück Torte und eine Tasse Kaffee. Was für ein Tisch, wie schön. Wie schön. Wie schön. Habt ihr schon Plätze? Hallo schön. Hallo. Richtig schön. Wunderbar. Ich guck mal hier, ob ich freie Tänzer finde oder die mich. Dass man Mann kennenlernt, das muss sich ergeben. Es kann immer mehr werden, aber da gibt's überhaupt keinen Plan. Die drei stellen fest, es gibt durchaus nicht nur faule Männer, die auf dem Sofa kleben, wie sie befürchtet haben, sondern auch freudige Tänzer. Und offenbar gibt es hier sogar die Chance, die Frau oder den Mann fürs Leben kennenzulernen. Ich gehe nur 3-mal im Jahr tanzen mit meinen Freundinnen daneben und eine hatte Geburtstag und ja. Und da war kein Platz mehr frei und die nette Bedienung hat uns dann an einen Tisch gesetzt und da saß ein einzelner Herr. Ja, sie kam an den Tisch und ich habe sie gesehen und wusste sofort, das ist sie. Und jetzt sind wir verheiratet seit 2 Monaten oder 3 Monaten. 3 Monate. 3 Monaten schon. 7 Jahre zusammen und unser gemeinsames Hobby ist das Tanzen. Saverio hat Anke erspäht. Der temperamentvolle Italiener aus Kalabrien ist Feuer und Flamme. Früher hat er im Hamburger Hafen gearbeitet. Ja, ich komme hier zum Tanzen und vielleicht jemanden kennengelernt. Ich habe meine Partnerin vor 2 Jahren verloren und jetzt möchte ich gerne wieder verlieben mit ihrem Mann. Weiß ich nicht, ist schwierig, aber versuche ich. Saverio baggert, ob Anke nicht Lust hat, ihn mal zu einem Spaziergang zu treffen. Er steckt ihr seine Telefonnummer zu und als die Musik gefühlvoller wird, sieht er seine Chance. Ankes Freundin Ingrid ist sportlich. Sie hat sich zu einem Treffen der Best Agers angemeldet. Heute wird hier gebuhlt. Möglichst weit weg. Ich versuch das jetzt. Etwa 50 Mitglieder hat der Best Agers Club in Hamburg. Ja! Ja!
Für 60 Euro im Monat bekommen die Mitglieder Vorschläge für Ausflüge, Besichtigungen und sportliche Aktivitäten. Julia, die Organisatorin, hat Tee, Glühwein und Brötchen vorbereitet. Auch hier haben sich schon Paare gefunden. Ich trinke auf dein Wohl, ne? Ja, auf dein Wohl, Sherry. Auf unser aller Wohl. Ich mach schon mal auf, einfach, dann könnt ihr euch ernähren. Ja. Das schmeckt gut, ja. Ich bin alleinstehend, ja. Und ja, es ist eine schöne Abwechslung, es ist doch tolles Spielen und sowas hier. Also Traumfrauen sind mir öfters begegnet, nicht? Ja, hast aber du leider eine Traumfrau gesprochen. Ja. Also ich stehe auf große, schlanke Frauen eher, nicht? Und sowas, ja? Da bin ich raus, wenn er große, schlanke Frauen mag. Also da kann ich leider nicht mit dienen. 15 Treffen im Monat organisiert Julia. Mal ein Konzert, eine Wanderung oder Ausstellung. Niemand muss mitmachen, jeder kann. Ja, das ist sehr nett. Ja, sind auch sehr nette Leute. Und ja, man muss mal sehen jetzt, was man draußen macht, ne? Hamburg ist Single-Hauptstadt, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Anke hat sich mit Saverio zum Spaziergang verabredet. Der Italiener hat eine Überraschung parat. Salute! Zum Wohl! Vielen Dank! Ein selbstgekochtes Menü mit Chianti, Bruschetta und Lasagne. So, das beste Stück kommt raus. Bitte schön. Das sieht ja sehr gut aus. Soll ich mit den Tellern hinkommen? So jetzt. Ja. Nur ein Teller. Kann ich das schon mal servieren, ja? So. Danke für die Einladung. Ist wahrscheinlich noch sehr heiß. Mhm. Ja? Gut. Ja? Ja, das schmeckt wirklich wunderbar. Und natürlich gibt es nach dem Essen einen Doppio. Für mich ja. Wenn ich mir das überlege, was eine Partneragentur kostet und stattdessen kann man einfach aus dem Haus gehen und das Leben kommt auf einen zu und man lernt nette Menschen kennen und unter anderem so einen netten Menschen wie Saverio, der auch noch kochen kann und gastfreundlich ist. Und das macht natürlich Spaß. Ne? Beim Klettern hat es bisher nicht geklappt. Jan und Patrick versuchen ein weiteres Mal ihr Glück. Diesmal beim XXL Speed Dating mit 30 Teilnehmern für 29 Euro. Noch einmal. Was bist du von Beruf? Kochst du gern? Was machst du in der Freizeit? Aber anders läuft es nicht. Rausgehen, sich umgucken, nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Irgendwann klappt es bestimmt mit dem Traumpartner in der Single-Hauptstadt Hamburg.